Guten Morgen, heute möchte ich euch meine Skincare-Routine zeigen, meine morgendliche Gesichtsreinigungs- und Pflegekosmetik-Routine. Und so sieht mein Gesicht direkt nach dem Aufstehen aus. Zuallererst reinige ich mein Gesicht mit etwas kaltem Wasser und danach schnappe ich mir von Foamy die feste Gesichtsreinigung. Und diese ist plastikfrei, vegan, pH-optimiert und seifenfrei. Ich weiß, es sieht aus wie eine Seife, ist aber keine, es ist ein Syndet. Und ich muss wirklich sagen, dass von dieser Gesichtsreinigung meine Haut nicht austrocknet. Denn ich habe eine Zeit lang versucht, Handseife für diesen Part hier zu nutzen. Aber es hat extrem meine Haut ausgetrocknet und ich kann euch diese feste Gesichtsreinigung hier mit Aloe Vera und Mandelmilch auf jeden Fall empfehlen. Und das Coole ist auch, dass es für diese feste Gesichtsreinigung nicht nötig ist, dass eine Verpackung dabei ist, aus Plastik oder so. Es gibt zwar einen kleinen Karton, in dem das verpackt ist, aber es ist auf jeden Fall viel weniger Verpackungsmaterial. Ich massiere diese Gesichtspflege auf jeden Fall intensiv in meine Haut und reinige auch zum Beispiel hier in meinen Gesichts Nasenflügeln und danach spüle ich das wieder mit kaltem Wasser aus. Und dann schnappe ich mir ein Handtuch und tupfe wirklich sehr sanft das Wasser von meiner Gesichtshaut und auch aus meinem Haaransatz und bin wirklich sehr vorsichtig und sanft und nehme das Handtuch nicht wie ein Peeling und reibe es aggressiv in meinem Gesicht. So sieht dann die Haut nach der Foamy-Pflege aus. Danach schnappe ich mir den Jade-Roller. Ihr könnt für diesen Schritt aber auch wirklich einfach einen Löffel nehmen, ihn vorher ins Gefrierfach legen für einige Minuten und dann diesen Löffel an eure Augenlider halten. Denn wenn ihr so wie ich nach dem Aufstehen oftmals geschwollene Augenlider habt und ihr möchtet, dass diese Schwellung etwas zurückgeht, dann reicht es, etwas Kaltes ans Augenlid zu halten. Und ob das ein Jade-Roller oder ein Löffel ist, das ist vollkommen egal. Und ich finde, man sieht schon, dass ich angeschwollene Lider habe und dass die Schwellung auf jeden Fall zurückgegangen ist. Dann, da wir gerade bei der Augenpartie sind, nehme ich von Mikara das Augenserum. Das Vitamin C Augenserum. Und das ist ohne Alkohol und ohne Palmöl. Ist geeignet für trockene, müde, schlaffe Haut an der Augenpartie. Und enthält Vitamin C, Hyaluronsäure, Koffein und Arganöl. Die Mikara-Produkte sind ohne Silikon, Paraben, Mineralöle, synthetische Konservierungsstoffe und Sulfate. Und dann benutze ich anschließend noch von Mikara das Öl. Und ich muss euch wirklich sagen, das ist mein absolutes Lieblingsprodukt von Mikara. Und das ist eins meiner Lieblinge, das Repair and Glow Face Oil. Das ist auch vegan und ohne Palmöl und kann helfen bei Unreinheiten, fahlem Teint, schlaffem Hautbild. Und es enthält Radikär Gold mit Anti-Blue-Light, Traubenkernextrakt, Sasai-Öl, Karambeöl, Mandelöl, Hagebuttenöl und Arganöl. Und ich muss euch wirklich sagen, egal was für Produkte ich ausprobiere, meine Haut neigt dazu, relativ schnell Hautunreinheiten zu bekommen, wenn irgendwas drin ist, das ich nicht so gut vertrage. Und dieses Öl ist auf Squalane-Basis und ich habe davon wirklich viel weniger Pickel, Akne und solche Sachen. Meine Haut sieht, finde ich, wirklich sehr gut aus. Natürlich habe ich Poren, eine Hautstruktur, kleine feine Äderchen, aber ich finde, mein Hautbild sieht sehr gesund und gut aus. Und
Als nächstes trage ich noch einen Sonnenschutz auf. Und zwar habe ich hier von Polar das Sonnenschutzfluid für das Gesicht mit Sonnenschutzfaktor 50 ohne Parfum. Das heißt, es ist geruchsneutral. Auch diese Creme ist vegan. Und diese trage ich im Gegensatz zu den anderen Pflegeprodukten sehr oberflächlich und dafür aber richtig flächendeckend auf und achte darauf, dass auch jede Partie von meinem Gesicht mit dieser Creme abgedeckt ist. Denn durch diese Sonnenschutzpflege können wir das Altern unserer Haut auf jeden Fall vorbeugen. Denn sowas wie Anti-Aging gibt es nicht wirklich, sondern nur Slow-Aging. Also wir können nur verlangsamen, dass unser Hautbild älter wird durch so einen Faktor wie die Sonne. Weil die Sonne ist auf jeden Fall auf unserer Haut sehr aggressiv. Und deswegen, ich empfehle euch einen Sonnenschutz aufzulegen, vor allem wenn ihr auch kein Make-up trägt mit Sonnenschutzfaktor. Und ich achte auch darauf, dass am Haaransatz die Creme gut aufgeteilt ist und ich nicht irgendwelche weißen Ränder habe. Und das ist mein fertiger Skincare Glow. Ich hoffe, es gefällt euch. Und da wir nicht nur von außen strahlen, sondern auch von innen, nehme ich euch jetzt auch noch in meine Küche mit. So, mein Lieben, ich möchte euch wirklich etwas ans Herz legen, vielleicht euch mal selbst ein bisschen zu challengen und vielleicht auch mal zu gucken, was macht ihr morgens, wenn ihr aufsteht? Geht ihr gleich ans Handy oder bleibt ihr ewig lange liegen und scrollt auf eurem Handy rum oder trinkt gleich einen Kaffee oder solche Sachen? Ich möchte euch wirklich ans Herz legen, euer Handy wegzupacken und euch auf euch selbst zu fokussieren und euch selbst was Gutes zu tun. Und ich habe festgestellt, dass ich morgens wirklich sehr gerne so einen frisch gepressten Saft oder einen Smoothie oder irgendwas mit Obst auf nüchternen Magen wirklich sehr, sehr gut vertrage. So, nachdem ich bereits zum Beispiel zu Mittag gegessen habe, habe ich auf sowas ehrlich gesagt gar keine Lust. Aber morgens kann ich das auch so vom Magen her wirklich sehr gut aufnehmen. Und das ist ja ein richtig guter Start in den Tag und ein schöner Vitaminbooster. Deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall morgens mal den Kaffee vielleicht wegzulassen und stattdessen euch die Zeit zu nehmen, einen frisch gepressten O-Saft oder Smoothie zu machen. Ich zum Beispiel habe hier so eine richtig coole Zitruspresse und da legt man halt so eine Orangenhälfte, das geht auch mit Zitronen, Zitronenhälfte kann man auch drauflegen, da ist so ein kleinerer Aufsatz enthalten und das legt man da drauf und dann rotiert das von alleine durch den Druck und so presst dann der Orangen Saft heraus. Und ich finde es wirklich sehr lecker. 1,5 Orangen für eine Person reichen. Und dazu habe ich auch noch diese Routine, dass wenn ich Sachen benutzt habe in der Küche, dass ich sie auch sofort wieder reinige und abräume und auch im Anschluss die Küche sauber mache. Das ist auch eine Routine, die man sich in seinem Alltag gut aneignen sollte, damit man erstens nicht anderen Arbeit damit macht, wie zum Beispiel seinen Partnern oder Mitbewohnern oder sonst wem. Und damit man einfach generell ein ordentliches Zuhause hat. Und das mache ich hier jetzt gerade. Ich habe mir noch nebenbei einen Tee gemacht, weil dieser O-Saft, der geht recht schnell weg. Und ich trinke nicht so gern Wasser, aber Tee geht immer. Und ja, ich würde mal sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und genießt den Morgen und tut euch was Gutes. Liebe Grüße, eure Michelle.